die Eider, der längste Fluss in der Mitte Schleswig-Holsteins mit 188 Kilometern Länge, über ein gutes Jahrtausend Grenzfluss zwischen dem Königreich Dänemark und dem ehemaligen Deutschen Reich römischer Nation. Wir folgen ihr von der Quelle bis zur Mündung und erleben die unterschiedlichsten Facetten der reizvollen Landschaften. Beginnend am östlichen Hügelland über die trockene Geest bis in die Marschen. Wir haben Rendsburg verlassen und begleiten die Eider bis an die Nordsee. Hinter Nübbel fließt die Eider mehrere Kilometer parallel zum Nord-Ostsee-Kanal und tritt in das Marschland ein. Nur ein Autodamm trennt beide Gewässer. Marschen werden vorwiegend zur Viehhaltung, je nach Bodentyp, aber auch zum Ackerbau genutzt. Erst zwischen Breiholz und Hamdorf gibt es wieder eine feste Querung. Am naheliegenden Campingplatz hat seit dem Frühjahr 2016 der Bootsmann, ehemals Café Eidertal, seine Pforten geöffnet. Er wartet mit Besonderheiten auf. Das Übernachtungsangebot wurde mit urigen Schlaffässern erweitert. Die andere einmalige Variante an der Untereider ist Urlauben auf einem Hausboot. Das Sonnendeck gehört einem ganz allein. Wir stehen hier mitten auf dem Land. Unscheinbar im Dreieck Vrom, Prinzenmoor und Oldenbüttel zweigt in einer Flussbiegung der Gieselau-Kanal ab. 1936-37 erbaut, ist dieser knapp 3 Kilometer lange Kanal die heute einzige Verbindung, unterbrochen von einer Schleuse zwischen Nord-Ostsee-Kanal und der Untereider. Diese Baumaßnahme ist der Ersatz der alten Rendsburger Schleuse, da sie der geplanten Rendsburger Verkehrsinfrastruktur im Wege stand. In der Saison und an den Wochenenden haben die Schleusenwärter mächtig was zu tun. Es gibt an den Schleusen feste Öffnungszeiten. Meist wird bis 19 Uhr geschleust.
Viel los ist an der Schleuse Lexfähre. Direkt an der Kreisgrenze zwischen Rendsburg und Dithmarschen gelegen und von der B203 gekreuzt. Dieses großzügige Areal ist so etwas wie ein lokaler Treffpunkt, auch für jene, die es mit den Planken unter den Füßen nicht so haben. Im Fährhaus lassen es sich alle gut gehen. Vorhanden ist ein Campingplatz direkt am Wasser sowie Liegeplätze für Gastschiffe. Neben den Schleusungen hat sie wie die Schleuse Nordfeld kurz vor Friedrichstadt eine ganz andere wichtige Aufgabe. Sie fungieren nämlich zum Aufstauen der Eider, sorgen damit für einen gleichbleibenden Wasserstand und treten der Verlandung des Gewässers entgegen. Wer kein Boot sein eigen nannte, war es die einzige Möglichkeit, trockenen Fußes das Ufer zu wechseln. Wegen der modernen Mobilität geschlossen, durch einen Verein wiederbelebt, die Hohner Fähre. Heute setzt sie Personen und Fahrräder über. Von Mai bis September wird an den Wochenenden und Feiertagen durch ehrenamtliche Fährmänner und Fährfrauen übergesetzt. Wir nähern uns dem Stapelholmer Land. Dieser Zeitgenosse begrüßt uns schon mal. Stapelholm, ein Marschgebiet mit ausgiebigen Feuchtwiesen, Hoch- und Niedermooren im Dreieck der Flüsse Eider, Treene und Sorge, ist bekannt für die größte Heuer-Bäuer-Population, wie der Storch hier genannt wird, in Deutschland. Jedes Dorf wirbt mit Storchendorf. Das bekannteste ist Bergenhusen. Wo der Landwirt seinen Trecker bewegt, ist Adebar nicht weit und stillt seinen Appetit. Mittlerweile sind wir in Pahlen angekommen, eine 1200-Seelen-Gemeinde im Norden Dithmarschens. Im frühen Mittelalter sogar Bischofssitz, erwacht Pahlen am Wochenende, wenn eine der größten Diskotheken in Schleswig-Holstein, das Palazzo, seine Türen öffnet. Die integrierte Eiderlandhalle fasst als Mehrzweckobjekt bei Veranstaltungen bis zu 2000 Besucher. Bei Delve erreichen wir an der Eider die Bargener Fähre. 1961 wurde ihr Dienst wegen der neuen Brücke in Pahlen eingestellt. Nun setzt sie seit 2001 in der Sommersaison wieder Fußgänger und Radfahrer zwischen Bargen und Schwienhusen über. Wieder ist es ein Verein, der alte Traditionen auferstehen lässt. Die Fähre ist in das Radwandernetz integriert und bietet eine willkommene Abwechslung auf einer Radtour. Einen netten Schnack von Lothar, einen von mehreren ehrenamtlichen Fährmännern und Frauen, gibt es obendrauf zu.
Wir stehen am Eiderufer des ehemaligen Fischerdorfes Delve. Der Ort weist einen hohen Bestand an sehr alten, redgedeckten Häusern auf. Für Urlauber, die Ruhe suchen, ist es eine ideale Wahl im Norden Dithmarschens. Delve ist Ausgangspunkt mit einem breiten Angebot für Ausflüge zu Land und zu Wasser. In einer Eiderschleife gelegen, das Naturschutzgebiet Delver Koog mit guten 190 Hektar Größe. Es dient heute als Rückzugsgebiet für Pflanzen und Tiere, die im feuchten Niedermoorgebiet leben. Stellvertretend das seltene Wollgras. Fast um die Ecke, schon an der nächsten Eiderkurve, liegt Süderstapel. Seine großzügige Badestelle ist ein kleiner Insider-Tipp. Bei bestem Wetter wird alles aufgeboten. Motorboote, Speedboote, Jetski, Kanuten und Schiffsmodellbauer, alle sind sie dabei, wenn es heißt, raus an die Eider. Hinter Süderstapel beginnt eine Wasserskistrecke. Vor dem Ort Horst, einem Ortsteil von Hennstedt in Dithmarschen, endet dieses spritzige Vergnügen vor einer spitzen Eiderkehre. Seit 1936 steht die Schleuse Nordfeld. Sie schützte das Hinterland vor den Gezeiten und Überflutungen bei Sturmfluten. Vor der Errichtung reichten starke Sturmfluten bis nach Rendsburg und sorgten dort für überschwemmte Straßen. Seine heutige Aufgabe ist die Aufstauung der Eider, um einen gleichbleibenden Wasserstand für die Schifffahrt zu garantieren. Nach vielen Eiderkilometern, Biegungen und Mäandern nimmt uns eine der touristisch bekanntesten Städte Schleswig-Holsteins in Empfang, Friedrichstadt. Ein Zwischenstopp ist hier ein Muss. Die Giebelhausreihe am Marktplatz ist wohl eine der bekanntesten in Norddeutschland und ein beliebtes Fotomotiv. Durch den gotthoffschen Herzog Friedrich III. 1621 gegründet, holte er sich zum Aufbau Wasserbauer aus Holland. Vorwiegend holländische Religionsflüchtlinge, die größte Gruppe stellten die Remonstranten. Der Herzog gewährte Religionsfreiheit, sodass sich auch weitere Minderheiten niederließen, daher auch der Beiname Stadt der Toleranz. Heute fühlt sich der Besucher wie in Klein-Amsterdam. Etwas abseits der Massen geht es ruhiger zu. Schöne Gassen laden mit ihren Rosenstöcken zum Verweilen ein. Hin und wieder steht eine Klönschnappbank vor dem Haus. Hier kann man sich in interessante Gespräche vertiefen, erfährt etwas über Rosenzucht, denn einmal im Jahr gibt es die Rosentage, wo auch neue Züchtungserfolge angepriesen werden. Dort ist auch die Remonstrantenkirche angesiedelt. Sie ist ein nicht öffentliches Gebäude, öffnet aber zu angemeldeten Führungen seine Pforten.
eines der ältesten Häuser in Friedrichstadt, beherbergt ein gut sortiertes Teekontor. Neben klassischen Teesorten gibt es auch interessante Mischungen. Hübsche Geschenkpackungen sind ein nettes Mitbringsel für die Daheimgebliebenen. Neben Tipps der Zubereitung wird diverses Zubehör angeboten. Schmucke Teedosen, Teekannen und Tassen runden das Angebot ab. Eigentlich sind es die Grachten, die jährlich tausende Touristen in den Bann ziehen. Nach holländischem Vorbild durchziehen Kanäle die Stadt. Nicht weit vom Zentrum entfernt bieten Bootsverleiher ihre Dienste an. Mit der Jupiter wird die Drehne erfahren. In den Sommermonaten gelten die Fahrten nach Schwabstedt an der Drehne zur Seerosenblüte als der Renner. Wer es sportlich mag, mietet ein Drehboot. Elektroboote vereinfachen eine Tour durch Friedrichstadt. Markant ist der Mittelburggraben. Er zieht sich mitten durch das Zentrum der Stadt, gleitet vorbei am Marktplatz und dem interessanten Museum. Strategisch gut gelegen im Mündungsbereich der Drehne in die Eider wurde Friedrichstadt vom Reißbrett weg auf einer künstlichen Insel errichtet. Viele Brücken verbinden die verschiedenen Stadtbereiche. Am Westersielzug steht die Blaue Brücke, als Klappbrücke eine Brücke jüngerer Bauart und bei Anglern sehr beliebt. Die damaligen Erbauer und Bewohner widmeten sich auch dem Handel, nutzten dabei die Eider in Richtung Nordsee und behielten dabei ihre Kontakte in die alte Heimat. Heute sichert eine Schleuse zwischen Drehne und Eider sowie Eindeichungen entlang der Eider die Stadt vor Überschwemmungen. Seit dem Bestand des Eidersperrwerks ist Friedrichstadt quasi doppelt gesichert. Noch vor dem Eintritt in den Purenstrom, dem Mündungstrichter, erreicht die Eider Tönning, eine alte Handels- und Fischerstadt. Haupterwerb war der Krabbenfang, Friesisch Porn, auf Eiderstedt Purn, daher ist wohl der Name abgeleitet. Heute liegt die Fischereiflotte nicht mehr im historischen Hafen. Die Blütezeit erlebte Tönning als Handelsstadt während des Bestehens des alten Eiderkanals. So kamen Waren auf kurzem Wege von der Ostsee an die Nordsee und umgekehrt. Profitiert hat Tönning von der Kontinentalsperre gegen England. Deutschland unter napoleonischer Herrschaft musste sich anschließen. Tönning war damals dänisch, damit nicht unter der Herrschaft Napoleons. Von hier aus lief dann der Warenfluss nach Deutschland bzw. England. Das große Packhaus ist ein stiller Zeuge der damaligen Zeit. Anders als in Kiel wird es für Veranstaltungen genutzt. Bekannt ist es auch als Weihnachtskalender in der Adventszeit. Am besten besucht man Tönning außerhalb der Hochsaison. Erst da spiegelt sich der Charme dieser Stadt. Schmale Straßen und Gassen wechseln mit interessanten Stadtansichten. Viele Gebäude stehen unter Denkmalschutz, wie die Kirche St. Laurentius mit ihrem auffallenden Pyramidenhelm.
Auffallend ist das Bekenntnis zu Dänemark. Der Dannebrog wird hier gern gezeigt. Ein Symbol der Geschichte, als der schleswigsche Landesteil noch zu Dänemark gehörte. Dänisch ist als Minderheitensprache in den hiesigen Breiten anerkannt. Der 9 Kilometer lange Purunstrom ist die letzte Wegstrecke der Eider. Am 1973 fertiggestellten Eider-Sperrwerk endet die Reise der Eider mit der Mündung in die Nordsee. Die schwere Sturmflut von 1962, die Hamburg in eine Katastrophe stürzte, hinterließ auch an der Küste mit seinen Deichen schwerste Schäden. Dies war der auslösende Moment, Deichlinien zu verändern, zu begradigen und zu verstärken. Die einzige Öffnung innerhalb der neuen Deichlinie war der Mündungstrichter der Eider. Um das Hinterland entlang der Eider auch zukünftig vor Überflutungen zu schützen, entstand dieses Jahrhundertbauwerk mit seinen 5 Fluttoren. 1967 mit dem Bau begonnen, im März 1973 fertiggestellt, sichert das knapp 240 Meter lange Bauwerk seitdem den Menschen, sein Haus und Hof und das liebe Vieh. Es schließt sich noch ein Schleusenbecken mit 14 Meter Breite an. An der Schleuse befindet sich auch der neue Fischereihafen. Hierhin haben sich die Fischer mit ihrer Flotte aus Tönning zurückgezogen. Seit seinem Bestehen hat das Sperrwerk an Magie nicht verloren. Ein Besuch wird gern in touristische Aktivitäten eingebunden. Zu jeder Jahreszeit ist es ein lohnendes Ausflugsziel. Es ist für jedermann begehbar und von oben hat man einen tollen Überblick über die Außeneider und den Purunstrom. Herrliche Sonnenauf- und Untergänge lassen sich hier verfolgen. Ein Tunnel zwischen den Fluttoren verbindet die Straße zwischen Wesselburen nach Garding, dem Hauptort auf der Halbinsel Eiderstedt. Auch die Natur hat sich mit diesem Bauwerk arrangiert. See- und Flussseeschwalben haben sich das Sperrwerk als Brutplatz ausgesucht. Konflikte mit den Menschen bleiben daher nicht aus. Wer zu nahe kommt, wird angeflogen. Ein Schnabelhieb auf den Kopf sorgt für den nötigen Respekt. Ein anderer Vogel nutzt Nistplätze, wo das Grün schon reichlicher wächst, die Schwarzkopfmöwe.